Moin Leute, Ahrensburg Alex hier und heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr denn drei verschiedene geheime Tarnungen für MW3 freischalten könnt. Ich glaube, dass man sie auch als Premium-Nutzer so bekommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin kein Premium-Nutzer von Elite. Und ja, hier seht ihr eine der Tarnungen, die ihr freischalten könnt. Das ist die Marine-Tarnung. Und ja, habe ich mir gedacht, zeige ich euch das mal, da die ziemlich gut aussieht die Tarnung, finde ich. Und ja, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar, wir befinden uns hier bei Call of Duty Elite. Das ist elite.callofduty.com. Auf jeden Fall, wir gehen auf die Karriere, dann auf unsere MW3 COD-Karte, scrollen nach unten zu unseren Klassen und sagen wir jetzt mal, ich will meine Scar-Klasse verändern. Hier seht ihr sie auch nochmal. Ich kann sie auch gerne nochmal im Spiel zeigen. Da ist sie. Genauso wie bei Elite. Und ja, verändern wir die Klasse jetzt einfach mal mit der, sagen wir jetzt mal, Marine-Tarnung, die ich auch bei der RCR habe. So, wir klicken halt auf die Klasse. Dann sehen wir hier Primär, Fertigkeit, Aufsätze und Tarnung. Jetzt gehen wir auf die Tarnung. Ich sage jetzt mal, ich will die klassische Tarnung verändern. Klicken erstmal auf die klassische Tarnung, so dass wir die hier ausgewählt haben. Klicken mit Rechtsklick drauf. Element untersuchen. Dann, ja, dann startet das. Dann seht ihr hier ein paar Texte und zwar hier unten, welche wir gerade ausgewählt haben, welche Tarnung und wo haben wir es denn? Da unten. Data Key, Classic, Data Slug, Classic. Dieses Classic müssen wir in Marine umändern. Und hier ebenfalls. So, dann ändern wir dieses klassisch. Können wir auch noch umändern, wenn wir möchten. So, und jetzt habt ihr gesehen, hat sich hier was verändert. Schließen wir erstmal das hier wieder. Klicken auf Wählen. Jetzt wird es aktualisiert und jetzt seht ihr hier die Tarnung. Da ist jetzt ein Dog Tag abgebildet, genau wie bei der ACR. Jetzt Änderungen an das Spiel senden. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis es da angekommen ist. Geht's einfach mal raus. Aus dem Spiel. Es kann auch sein, dass es nicht hingeschickt wird, da Elite ziemlich verbuggt ist. Auf jeden Fall, es gibt die, hab ich, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe, die digitale Tarnung, die Schnee, nee, die Wintertarnung und die Marinetarnung, wie ich eben gezeigt habe. Und ich werde auch die drei Tarnungen in die Beschreibung mit reinpacken, dass ihr denn das ändern könnt. In die Tarnung, die ihr haben wollt. So. Jetzt sollte eigentlich etwas erscheinen. Es steht in Änderung. Es wurden Änderungen vorgenommen oder irgendwie sowas. Und dass ihr das dann annehmen müsst. Also ihr müsst es dann annehmen und dann solltet ihr diese Marine-Tarnung haben, wie ich hier auch auf der RCR habe. Aber scheint gerade nicht zu funktionieren, hat alles total verbuggt, der ganze Service von Elite. Sofern es denn funktioniert, sofern der mal nicht irgendwie einen kleinen Bug hat, der Service, funktioniert es dann. Und ja, das war's eigentlich. Ich kann ja nochmal einen kleinen Clip ranpacken, wie die Tarnung im Spiel aussieht. Die Marine-Tarnung auf der ACR. Und wir sehen uns dann demnächst. Wenn es euch geholfen hat, dieses kleine Tutorial, vergesst nicht, das Video denn zu bewerten. Würde mich sehr freuen. Und könnt ihr auch reinschreiben, welche von den drei Tarnungen euch am meisten gefällt, falls ihr sie benutzt habt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.